Ja, es war einerseits die Künstlerförderung, aber andersrum natürlich auch dem Comic seinen Ruch des Trivialen zu nehmen, den er eben halt Anfang der 80er Jahre auf jeden Fall noch hatte. Mittlerweile ist der Comic ja so etabliert, dass er eben in die Feuilletons Eingang findet und sich dann eben Graphic Novel nennt. Mhm. Das ist eine Tendenz, die ich sehr begrüße und die ich großartig finde. Weil das war der Grund, warum wir diese Ausstellung gemacht haben. Wir wollten Leute in eine gut gemachte Galerie locken und ihnen dann die Möglichkeit geben, auf dem Rausweg noch ein Superman-T-Shirt oder Heftchen eben halt zu kaufen. Das war immer unser Wunsch bei den Ausstellungen, dass wir über das reine Zeigen der Originale hinausgehen, dass der Kunde... Mir war es immer wichtig, dass der Kunde ein bisschen was mitnehmen kann, hauptsächlich sogar eine Motivation selber zu zeichnen. Momentan sehr populären Terminus vom Graphic Novel aufgegriffen. Ich meine, du in deiner Doppelfunktion als Künstler und Buchhändler, ich meine, was hältst du von dem Begriff? Taugt dir was? Ist es einfach ein reiner Marketingbegriff oder ist es wirklich ein Begriff, der auch eine gewisse Weiterentwicklung von diesem Genre halt, eigentlich auch mit abdeckt? Kann ich jetzt schwer sagen. Also ich begrüße den insofern, da er halt eben wache und intellektuell reife Kundschaft wieder in den Laden treibt, die dann eben auch was Trivialeres wie in Asterix oder sowas oder in Tim und Struppi dann halt auch im Kielwasser von diesem Begriff eben halt mitnehmen. Und das finde ich klasse. Ich hätte den nicht gewählt. Aber ich finde ein wichtiges Instrument, ja. Ehemaliger Mitarbeiter war scherzhaft professionelles Hippietum vorgeworfen. Das umschreibt das so ein bisschen. Also, dass wir uns tatsächlich vielleicht aus Dummheit, vielleicht aber auch aus Sturheit einen gewissen Ausverkauf auch verweigern, das macht aber vielleicht auch den Laden aus und macht vielleicht, ist vielleicht auch mit der Grund, warum es uns noch gibt. Heftchensortierer und Hobbyzeichner. Das sind ja schon ein paar Jahrzehnte Comickultur und Berliner Geschichte natürlich auch. Ja. Und ja, wäre natürlich schön, wenn das in 20 Jahren immer noch so wäre. Ja, das hoffen wir ja auch. Mhm. Und da wir halt immer wieder mit guten Kollegen zusammenarbeiten, die auch eine gehörige Portion Enthusiasmus haben, bin ich da auch ganz zuversichtlich. Also ihr habt schon Erben quasi. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das gerne erben möchte. Aber ich hoffe es. Okay. Super.
Musik.